wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend oder Nacht wünsche ich euch, wünschen wir euch oder Spätnacht. Wir haben gerade etwas später nachts. Ich habe gerade eben offscreen die ganzen Trainer hier schon besiegt. Einfach, dass wir hier durchmarschieren können. Ich habe alle Trainer mitgenommen für die Erfahrungspunkte. Moment, hier war eine Sackgasse, glaube ich, oder? War hier eine Sackgasse? Ja, hier war eine Sackgasse. Dass wir hier einfach durchmarschieren können, damit das ganz schnell gemacht ist, weil das... Wer baut Zäune so? Friesen. Da gibt's ein sehr schönes... ich meine das Zaunmuster, wie die aufgestellt sind. Friesen. Friesen, ich habe Riesen verstanden, war so, ja, hä? Nee, ich meinte Friesen. Bist du dumm? Wovon redest du? Ich rede von Ostfriesen. Guck mal, die kann ich einfach so... Sneaky Daro. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. So, wir sind ganz sneaky. Ja, weil ich surprise, Metal Gear. Ich will jetzt unbedingt nach Fuxania City kommen. Da sind mir auch die Trainer da unten egal. Die werde ich irgendwann offscreen machen. Keine Ahnung. Es ist alles. Sind alles ja langweilige Kämpfe. Ja. Hier haben wir TM20. Was ist TM20? Finden wir es raus. Rasereien. Nein, danke. Nein, danke. Svante hat übrigens, glaube ich, eine sehr schöne Spam-Mail gefunden, ja, also die er vorlesen sehr, sehr möchte. Schön. Guck ich mal, ich habe auf jeden Fall eine Spam-Mail gefunden. Sie ging übrigens raus an Ralf Rute. An Ralf Rute, ja, den Cartoonisten. Bekannter Cartoonist, Schaffer der Serie Shit Happens. Und der HNOWG. Ja, unter anderem. Und also, ich möchte mich bedanken für alle ihre guten Bilder und Filme und habe da mal ein Anliegen an sie. Bestimmt ist es auch ihnen nicht entgangen, dass unser Welt aus den Ruder läuft. Und würde es gerne sehen, dass sie mit ihren Können die Leute wachrütteln. Es ist eine Schande, dass sich Mensch zu nennen und Menschlichkeit als sein Pseudonym zu halten. Tier wahllos abzuschlachten, zum Beispiel Rumänien, und das Ganze nur, weil der Mensch, der sie selbst schuf, keine Verantwortung übernehmen will. Zum Beispiel der Hund ist durch uns erschaffen worden. Kennt man ja, das Tier Rumänien wird zum Beispiel abgeschlachtet. Ja, weil wir eine Begleiter für die Jagd brauchen. Es darf nicht sein, dass wir Tiere töten, nur weil sie uns unbequem werden. Es darf auch nicht sein, dass wir Tiere ausbeuten, nur wegen ihren Pelz. Und wir haben heute das Wissen, um andere Produkte herzustellen, dass wir uns ohne Pelz wahrhalten können. Ich bin weißlich auch kein Vegetarier, aber man sollte auch Tiere gut behandeln und mit Respekt, wo wir brauchen zu essen, denen ohne dass wir ihr Leben nehmen, können auch wir nicht leben, einen Weisheit der Indianer. So, noch ein anderes Thema, der Krieg, wo immer mehr wird. Sollten sie auch mal aufgreifen, dass unschuldige Kinder getötet werden und wir so weit und so weiter. Oh, fuck, ist das schwer zu lesen. Es ist recht klein, aber ich sehe da bis jetzt noch keinen Spam, außer die durchaus verbesserungswürdige Grammatik. Es hat halt ein Grammatikniveau von Spambriefen. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass wir ein ziemliches Problem haben könnten, weil... Weil? Vielleicht könnte unser Level doch etwas höher sein. Der hatte gerade ein Hypno-Level 38. Ja. Es gibt die eine oder andere Sache, die wir vielleicht davor machen sollten, bevor wir hier in die Arena gehen. Sagen wir, mit gemeinsamer Kraft habe ich Hypno down gerungen. Habe ich Hypno besiegt gekriegt, aber es, vielleicht sollten wir die eine oder andere Sache davor noch machen. Möglicherweise. Ich werde dann offscreen dann rechts die Trainer neben der Stadt noch machen, dann können wir den Radweg noch machen. Da gibt es tatsächlich das ein oder andere.
Ja, schade, dass es kein richtiger Spambrief war, ne? Ja, finde ich auch traurig. Aber gut, machst du nix, ne? Kann ich meine normale Angel lagern? Tatsächlich. Das Silphscope brauchen wir auch nicht mehr. Sehr gut, wunderbar, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Safari-Zone, oder? Ja, würde ich auch sagen. Safari-Zone klingt definitiv nach einem Plan. Dann gehen wir jetzt auf Safari. Yay. Streife, wir gehen auf Streife. Hin. Oder wir gucken uns die Pokémon hier an. Das ist definitiv kein Fleckmon. Das ist... Da. Hallo Fleckmon. Das, was da drin rumläuft, ist kein Fleckmon. Erzähl mir nichts. Das ist ein Pipi und kein Genera. Doch. Oh, Genera. Wenn ich die Möglichkeit habe, eins zu fangen, das ist ein Pokéball. Nein, ist ein Voltorb. Natürlich ist es ein Voltorb. Nein, ist ein Voltoball. Ja, Voltorb heißt auf Englisch. Das stimmt schon. Stimmt. Das ist schon nicht unrichtig. Auch wenn wir einen Genera fangen könnten, das wäre cool. Das würde ich auch einfach aus Prinzip ins Team tun. Willkommen in die Safari-Zone. Hier kannst du dich übrigens auch hardlocken, weil du da rein musst, ums Spiel weiter... Echt? Da musst du rein? Ja, da kriegst du Surfer drin. Ah, okay. Und, ja. Ja, aber ich glaube, Geld genug haben wir. Geld genug haben Definitiv, wir. Aber du könntest halt, wie gesagt, wenn du dich blöd anstellst... Alles verlieren. Richtig. Dich halt hardlocken. So, Safari-Zone, der Trick ist, dass wir hier nur eine bestimmte Anzahl an Schritten haben, beziehungsweise eine bestimmte Anzahl an Pokébällen, die wir benutzen können. Und wenn alles aufgebraucht ist, dann ist halt aus. Ne? Ich versuche auch mal das ein oder andere Pokémon zu fangen, weil wenn wir 30 gefangene Pokémon haben, können wir uns den EP-Teller schnappen. Was definitiv eine gute Sache ist. Und die landen ja eh auf der PC-Box, von daher... Ja. Ist ja nicht so, dass ich jetzt meine eigenen Pokébälle verschwende, sondern wir kriegen ja jedes Mal, wenn wir hier reingehen, 30 Stück. Das ist praktisch. Ich gebe denen jetzt auch keine Spitznamen, weil wie gesagt, ich bin hier falsch. Mist. Erstmal schön Schritte verschwendet. Ich war hier doch richtig. es sieht so anders aus als in Feuerrot und Blattgrün. Und wieder Schritte verschwendet. Ich bin es nicht gewohnt. Hier bin ich richtig. Wir müssen das geheime Haus finden, Svante. Bist du bereit, das geheime Haus zu finden? Ja, Junge, lass uns das geheime Haus finden. Ich muss nur gucken, dass ich das vielleicht hinbekomme. Top-Genesung. Uiuiuiui. Man könnte sogar sagen, huiuiuiui. Warst du schon mal auf Safari? Nee, war ich nicht. Ich war schon mal in einem Zoo und ich bin schon Hat mal... Hat schon mal jemand Safari auf dich gemacht? Was meinst du damit? Also nein, es ist nicht einfach... es ist nicht einfach jemand, der an mir vorbeigefahren hat, wild Fotos von mir geknipst. Das ist sehr ernüchternd. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen Nido rangefangen. Ups! Hat das etwa jemand mit dir gemacht? Na, doch nicht. Ah, ich habe schon wieder A gedrückt. Ja, natürlich. Fahren also, regelmäßig Leute an mir vorbei, die schreien, oh mein Gott, es ist dieser Herr Daro. Ah, oh, klick, 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 klick. Kennst du Klickzoom? Ich glaub schon. Ist auch ein YouTuber. Ich bin da nur drauf gekommen, weil du gerade eben Klick, Klick gemacht hast. Oh, ein Owei. 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 Ich hab eine Idee. Nachdem die Spam-Mails nicht so effektiv waren, suche ich jetzt nach The Onion-Artikeln. Du kannst auch nach Postillon-Artikeln suchen, die sind auch auf Deutsch. Stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn du alles auf Englisch vorliest. TM40 ist nice. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Ich first try das hier gerade, gell? Ich bin so proud of mich. Wie kann man so gut sein wie dieser Herr Daro? Ich weiß es nicht. Das ist insane. Noch ein Owei. Du kannst auch einfach auf postillon.de gehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Oder bin ich richtig? Das müsste doch hier gleich... Ja, hier sind die Goldzähne, oder? Ja, die Goldzähne des Direktors. Huch, da
das war falsch, dann war es hier oben gleich links, das geheime Haus. Ja, da ist es. Yay. TM32 und das geheime Haus. Eigentlich alles, was man mitnehmen kann, beim ersten Versuch mitgenommen habe. Ich bin so gut. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Ich stehe hier übrigens seit 10 Jahren. Du hast gewonnen. Okay, nice. Wir haben gewonnen. Hier, ich kann mal gucken. Wir haben ja... Congratulations, you won. Nicht den Superball. Ich werfe einfach einen Superball ins Wasser und hoffe, dass ich irgendwas fange. Definitiv nicht. Oh, da hat etwas angebissen. Hier können wir Dratini angeln. Oder Fleckmon. Fleckmon ist auch cool. Alternativ können wir auch Dratini fangen. Dratini wäre natürlich auch mega geil, wenn wir so einen Dragoran dann hätten. Da ist es. Okay. Okay, wir haben ein Fleckmon. Oh, so viele coole Pokémon, die ich gerne hätte. Ich glaube, das ist nicht der richtige Postillon. Ja, das ist. Google doch einfach nach Postillon. Ist das denn so schwer? Offensichtlich. Offensichtlich ja. Nicht einmal ein alter Stiefel hat angebissen. Danke, dass du mich so motivierst, Spiel. Danke, dass du mich so motivierst. Zu wenig Anerkennung. Heiliger Geist verlässt Dreifaltigkeit. Rechtschreibreform. Aus Seid und Seid wird einheitlich Seidet. Und aus No wird Jesend. Sollte es sein, Dratini. Lass es fangen. Bleib drin. Nein. Es wird fliehen. Ja, natürlich. Verdammt. Ah, Mist. Ah, wie uncool. Sonntagsfrage. Hören Sie hier Bratwurst oder Kartoffelsalat? Ich höre prinzipiell beides. Morgen in Pamest. Götze und Wagner treffen Erdogan. Kommen Sie jetzt doch noch in den WM-Kader. Das ist gut. Prinz Harry nach legendärem Junggesellenabschied in australischer Wüste aufgewacht. Das ist super. Oh Gott. Letzte Hochzeitsvorbereitungen. Queen überprüft Meghan Markle auf ihre Jungfräulichkeit. Royal Wedding nach spontaner $20 Hochzeit in Las Vegas abgeblasen. Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, so eine Hochzeit in Vegas, hätte doch schon voll was, oder? Ja, wäre schon lustig. Auch wenn du nur sagst, gut, du bist jetzt, du erneuerst deine Hochzeit nochmal nach 10 oder 20 Jahren. Dann ist es noch geiler, weil das erste Mal will ich schon gescheit heiraten, ne, mit kirchlicher Hochzeit und so, weißt du. Kann ich? Ne, ich kann nicht einfach raus. Aber da steht, wie viele Schritte ich noch habe. Ich habe noch 101 Schritte übrig. Ich habe noch richtig viel übrig. Ha. Wie perfekt habe ich den Weg hierher denn gefunden? Sehr perfekt. Alter Schwede. Nee, also die erste Hochzeit will ich schon gern richtig feiern, weißt du? Okay. Schön mit Kirche und alles. Fett, Party, Hochzeitsfeier und alles. Aber so eine Hochzeitserneuerung in Vegas wäre doch geil. Ja, fände ich auch. Wenn du es 10 Jahre später machst, vor allem dann bist Vegas. Du, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht heiraten werde, bevor ich irgendwie 26, 27, 28 bin. Je nachdem. Dann bist du eben Ende 30, wenn du die Hochzeit erneuerst. Das ist eigentlich auch ein gutes Alter. Medizinisches Wunder. Diese 31-Jährige ist die älteste Influencerin der Welt. Das ist auch gut. Geniale Tricks, wie man Palästinenser davon abhält, einen Zaun zu stürmen, ohne sie gleich zu erschießen. Ist schon hart. Nach 7 erfolglosen Bewerbungsgesprächen, man zweifelt allmählich an seiner Glücksjogginghose. Ja, normal, oder? Kurz nach Bekanntgabe des WM-Kaders, Unbekannter tritt Marco Reus gegen das Knie. Eigentlich
musst du das gar nicht mehr aktiv machen. Marco Reus, den musst du doch 5 Minuten unbeaufsichtigt lassen und er verletzt sich. Weil Milch im Kühlschrank alle war. HSV Ultra zündet Bengalos und zerstört Küche. Das war aber auch gut. Da hast du das mitgekriegt mit dem HSV, als der abgestiegen ist mit den ganzen... Mit der ganzen Eskalation. Ja, ja, wir haben das zusammen gesehen. Ah, stimmt, da warst du da. Ja. Und dann jemand meinte auf Twitter, mit der Abwehrkette schafft der HSV auf jeden Fall wieder den Aufstieg. Mit den ganzen Polizisten ja. Auf dem Rasen. Ausländer unsicher, ob blonder Mann beim Bäcker anständiger Deutscher oder Christian Lindner ist. Ja, das ist doch ganz einfach. Gut, es ist... Könnte er H&M-Model sein? Ja, Christian Lindner. Durchsage. Nein, normaler, komm. Anständiger Deutscher. Die Zeit ist um. Der Safari-Tour ist vorüber. War die Jagd erfolgreich? Definitiv. Such uns bald wieder. Da können wir ja mal ganz kurz schauen, was der Pokédex sagt. Besitz 21. 30 brauchen wir für den EP-Teiler. Und der EP-Teiler, der wird halt super nice. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht offscreen das ein oder andere Pokémon fange. Das, ich meine, geht schnell und müssen halt verschiedene sein, ne? Beziehungsweise, wie viel kann ich denn noch entwickeln? Ich kann, Suppe entwickelt sich noch einmal, Vogel entwickelt sich noch einmal, das sind 2, dann komme ich auf 23. Das heißt, ich muss noch 7 verschiedene Pokémon fangen. Das kriege ich offscreen hin, Freunde. So, jetzt ist noch eine Nachricht, bevor wir diese Folge beenden, die auch zur HSV-Geschichte dazu passt. Endlich. Endlich. HSV gelingt Qualifikation für zweite Bundesliga. Haben sie ja lang genug versucht. Ja, also, wenn es euch gefallen hat heute, dann Däumchen lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, subscribt und schreibt in die Kommentare eure Lieblings-Postillon oder The Onion oder so Satire-Zeitungs-Headlines. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.